Ja, und an dieser Stelle, boom, Merli hat uns geholfen und hat den Zauber von Mimi genommen. Jetzt können wir Mimi verletzen. Und wie verletzen wir sie? Wir können sie ja erstmal scannen. Das hilft immer. Mimi, die etwas kindische Formwanderin des Grafen. Max KP, Fragezeichen und Angriff 1. Attackiere ihren Kopf. Sie wird sie getroffen, hält sie kurz inne. Nutzen diesen Moment für einen Angriff. Manchmal klebt sie auch an der Decke und bewirft dich mit Rubinen. Ja, und mit Wurfowitz können wir hier Wunder wirken, indem wir einfach immer Rubine gegen sie werfen. Boom. Aber wie nur? Warum kannst du mich angreifen? Ich bin noch unverwundbar. Die Macht von Graf Knickwitz schützt mich. Ho, ho, ha. Na, Moment. Ho, ho, ha, ha und cha, cha, cha. Mit diesem Gesang breche ich den Bann. Der Schutzzauber ist weg. Jetzt wirft sie in den Dreck. Was? Wie konnte das passieren? Ich fühle mich so nackig. Wie konntest du nur? Ja, und boom. Jetzt können wir auf sie springen. Und das erste Bein haben wir abgesemmelt. Und das zweite Bein haben wir abgesägt. Und das hättest du... Moment. Das hättest du wohl nicht gedacht, dass ich es bin, die zuletzt lacht. Dank meinem Hochruf, du wirst sehen, wirst du noch um Gnade flehen. Ja, und jetzt boom. Drittes Bein ab. Ja, gleich ist die Spinne nicht mehr so voll. Und viertes Bein ab. Sie hat aber nur sechs Beine, komischerweise, obwohl es eine Spinne sein soll. Warum auch immer. Los, Feste. Unser Team ist das Beste. Boom. Und nur noch eins. Und boom. Und fertig. 2000 Bonuspunkte. Oh mein Gott. Mimi. Aha. Aber wie? Unmöglich. Wie nur? Und es ist wieder normal, in Anführungszeichen. Ork! Glaub ja nicht, dass ihr mich endgültig besiegt habt. Das nächste Mal habt ihr weniger Glück. Denkt dran, ihr Flaschen. Uah. Und ja, die verschwindet einfach. Ist klar. Und wir haben es geschafft. Wir haben Mimi, ja, besiegt. Mimis Plan liegt in Trümmern liegt. Das reine Herz ist sicher. Das Böse besiegt. 1500 Jahre warteten wir und versteckten das reine Herz hier. Diese Pflicht ist nun getan. Oh, welch Glück uns widerfahren. Doch ehe wir fertig sind, muss ich noch was berichten, geschwind. Mit dem lichten Prognostikon seid ihr vertraut. Und habt ihr auch schon mal reingeschaut? Es heißt, meine Vorfahren und ich warten mit dem Herz auf dich und dich. Doch etwas stand geschrieben. Nicht. Drum bringe ich jetzt etwas Licht. Das dunkle Herz zu schlagen, müssen stets vier Helden wagen. Vier Helden erstrahlen, vertreiben mit ihrem Licht alle Qualen. Das ist, was man prophezeit. Vier Helden beenden alles Leid. Vier Helden? Mario und Peach, ihr seid zwei, bei den Helden mit dabei. Findet fix die anderen zwei, beendet so die Barbarei. Um zu lindern die Irritation, ich denke, ihr kennt die beiden schon. Mehr zu sagen gibt es nicht. Und jetzt erfülle ich meine Pflicht. Ich gebe es euch ohne Schmerz. Nehmt es nun, das reine Herz. Nur das reine Herz. Oh mein Gott. Und wir kriegen das zweite reine Herz nach nur anderthalb Stunden weiterer Spielzeit. Ich glaube schon, aber das liegt auch daran, dass ich Let's Play und dementsprechend auch sehr viel sage, erkläre und so weiter. Ein Kapitel in zwei Stunden, in anderthalb Stunden geschafft. Ist okay. Und wir haben das zweite reine Herz erlangt. Wir freuen uns alle. Mimi, die Gehilfin von Graf Knickwitz, hatte Mario und Co. eine böse Falle gestellt. Aber dank Merli konnten sie Mimi besiegen. Doch wer waren die beiden anderen Helden, von denen Merli gesprochen hatte? Noch fünf Herzen. Mario wusste, dass das Abenteuer gerade erst begonnen hatte. Tja, das wissen wir auch. Ja, Spiel speichern. Natürlich, selbstverständlich, wie immer. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer epischen Sequenz.
Ich habe gerade eine kurze Memo von Mimi erhalten. Es lautet, ich habe versagt. Kläglich sogar. Das ist der ganze Text. Selbst die von mir verliehenen Kräfte haben also nicht ausgereicht. Die Helden aus dem lichten Prognostikon, Nachkommen dieses uralten Stammes, ihre Stärke wächst. Graf Knickwitz, wer sagt das jetzt? Ich hasse sowas. Graf Knickwitz! Okay, es war der Ocklock. Bitte, Graf, darf ich Ihnen auf die Glocke hauen? Bitte, bitte! Ich mach die Bande fertig. Die schreien danach nach ihrer Mama. Ocklock, du glaubst also, dass du eine, Mission, für eine Mission bereit bist? Dann bist du also mit dem Bericht über deine Unzulänglichkeiten fertig? Ja. Ich bin schon fast fertig. Ich muss nur noch das Ende schreiben. Und 1000 Seiten sind auch kein Pappenstiel. Ocklock braucht mal eine Pause. Beruhige dich, Ocklock. Zeit für eine Pause. Diesmal entsendet der Graf Dimensio. Komm zu mir, Graf Knickwitz. Und schon bin ich da, wie ein Windsturm im Kindergartenpicknick. Du würdest doch bestimmt gerne spielen, Dimensio. Das lässt sich arrangieren. Aber enttäusche mich nicht. Fertige diesen Helden ab. Euer Wunsch ist mir Befehl. Zudem hört sich das nach einer spaßigen Sache an. Wenn sonst nichts mehr ist, mache ich mich auf den Weg. Ich empfehle mich, Graf. Ocklock? Dein Bericht? Du erinnerst dich noch, oder? Bericht? Was zum, der Bericht und weg bin ich. Das wollten wir auch FF empfehlen. Graf, darf ich kurz über das Aktuellste aus der Burg Bericht erstatten? Wenige wehren sich noch, aber das Problem haben wir bald im Griff. Ja, und sie springt einfach immer runter. Wo landet sie da unten? Diese Helden versuchen, diese erbärmliche Welt zu retten. Aber ihre Versuche werden vergebens sein. Niemand kann Graf Knickwitz aufhalten. Und das war's. Das war wieder eine schöne Sequenz des Bösen. So wie auch niemand den Sturm in meinem leidenden Herzen lindern kann. Oh mein Gott, erfahren wir da etwas? Luigi! Mein Kopf? Na, das ist eine seltsame Stimme. Ich glaube, ich werde so ähnlich mit einer halbwegs normalen Stimme sprechen. Hey, wo bin ich? Oh. Ich erinnere mich. Ich wollte die Prinzessin retten. Das habe ich wohl verpatzt und... Bist du wach, grüner Mann? Ja, hallo, Bösewichter? Alles klar bei euch? Ja, uns geht's ganz gut. Gut, dass du unverletzt bist. Hatte angenommen, er wäre erledigt. Ja, komische Situation. Habt ihr die Prinzessin und Bowser gesehen? Leider nicht. Du bist der Einzige, den wir hier gefunden haben. Hoffe, es geht ihnen gut. Wen interessiert schon, wie es dieser Prinzessin geht? Scheint, als wären die meisten Lakaien gefangen worden. Und wir sind auch bald dran. Wieso bleibt dieser Typ nur so ruhig? So, Luigi, alter Freund. Was hältst du davon, hier die Fliege zu machen? Wir hatten gehofft, du könntest uns einen Fluchtweg eröffnen. Und dann könnten wir zusammen natürlich fliehen. Ja, das habe ich vergessen. Nein, ich... Das kann ich und darf ich nicht. Ich muss die Prinzessin retten. Wow, das hätten wir gar nicht erwartet. Diese Geschichten der kühnen Heldentaten. Wir dachten, du wärst der Verteidiger der Schwachen. Wir haben doch niemanden. Ja, das ist natürlich ein gutes Argument. Kühne Heldentaten? Verteidiger der Schwachen? Ich? Dann habe ich keine Wahl. Luigi zur Rettung. Meine Fans brauchen mich.
Du bist der Beste. Das war einfach. Was für eine Hohlbirne. Wir sind dicht hinter dir und machen uns aus dem Staub, sobald es eng wird. Ja, diese Gumbas. Schon geil. Dann folgt mir tapfere Gumbas und los geht's. Ja, sie folgen uns jetzt. Hier links finden wir eine Tür. Rechts ging es, glaube ich, eher weniger weiter. Ich weiß nicht, ob wir mit Luigi schon... Nein, können wir nicht. Es gibt nämlich eine gewisse Fähigkeit, die Luigi später noch haben wird. Aber hier gehen wir in die falsche Richtung, deshalb gehen wir auch einfach mal hier runter. Joa, machen wir das. Hier rein. Und wir fliehen mit unseren geliebten, treuen Gumbas oder so. Ja, jetzt sind wir... Genau. Nee, gar nicht. Eben waren wir, glaube ich, an der Stelle, wo Peach war. Nee, waren wir gar nicht. Also, vergesst es. Wir sind immer noch in Knickwitz Schloss. Allerdings hat sich dieser Ort hier nicht wirklich mit dem Ort viel zu tun, an dem wir Peach getroffen haben, beziehungsweise an dem wir mit Peach gespielt haben. Und dieser Gang hier ist definitiv zu lang. Wer hat bitte das Geld, sich so einen langen Gang zu bauen? Großer Luigi, warte auf uns. Ja. Pah, das scheint eine Sackgasse zu sein. Bitter. Mist, sieht so aus, als hättest du recht. Und was nun? Sollten wir einen anderen Fluchtweg suchen? Dieser Typ ist so nutzlos. Bleiben wir hier, wird uns auf jeden Fall jemand... Viva Knickwitz. Oder Heil Knickwitz. Horst, nein! Oh mein Gott, Horst. Ich habe bereits überall nach dir gesucht. Nein, oder? War's der? Ja. Du! Du bist auch der Typ, der bei der Hochzeit den Pausenclown spielen musste. Man sollte dich dafür disziplinieren. Fangen wir gleich mal damit an. Oh Mann, armer Horst. Okay, Zeit zum Aufgumba. Aufgeben. Hey Lady, habt ihr noch Platz in eurem Team? Wie bitte? Was soll das denn? Nach was sieht es denn aus, du Hörni? Ich schließe mich den Siegern an. Kluge Entscheidung. Gefällt mir. Dann schwör dem Grafen mal schön deine, Treue. Da bin ich dabei, Lady. Ole, 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 Graf Knickwitz, ole. Du mieser Verräter. Okay, Leute, es wird Zeit. Haltet den Grafen fest. Den Kerl, nicht den Grafen. Haltet den Kerl fest und wir sind im Nu fertig. Jawohl. Ach nein, nein, Mario, wo bist du? Hilfe. Und das waren die letzten Worte von Luigi. Du kommst zu spät. Ist etwas geschehen? Vater hat mich erwischt. Es war danach nicht einfach, mich hinauszustehlen. Ich hatte Angst, du würdest nicht kommen. Du bist schön rätselhaft. Du weißt, wer ich bin und hast doch keine Angst. Das ist nicht wichtig. Ich wollte dich nur sehen. Ist das falsch? Nein, natürlich nicht. Ich wollte dich ja auch sehen. Blumier, macht es dir etwas aus, wenn ich mich neben dich setze? Sicher nicht, Timpani. Ich möchte mehr über dich erfahren. Tja, was sind das immer für Dialoge? Oh, willkommen zurück, werte Freunde. Wie war die Reise? Habt ihr Merle und das reine Herz gefunden? Ja, das haben wir in der Tat. Merle sagte, wir bräuchten 4 Helden, um die Welt zu retten. Ja, das hat Merle gesagt. Oho, tatsächlich? Es gibt mehr als einen Helden? Nun, wenn Mario und Peach 2 der Helden sind, dann fehlen uns noch 2. Und was ist das? Seht, dort! Die Leere. Die Leere ist gewachsen. Oh mein Gott, sie wird uns alle vernichten. Ich fürchte, meine werten Freunde, dass uns die Zeit davon läuft.
Ich vertiefe mich wieder ins lichte Prognostikon. Ihr sucht die nächste Herzsäule. Ja, aber erst will ich euch mitteilen, was ich in eurer Abwesenheit entdeckt habe. Einer allein wird entscheiden, welches Prognostikon recht behalten wird. Beide Bücher nennen ihn den grünen Mann, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich werde mich diesem Rätsel weiter widmen. Wer könnte dieser mysteriöse grüne Mann nur sein? Fragen über Fragen und wir sind wieder auf dem Flipchart-Turm. Ja, an dieser Stelle werden wir, denke ich, auch mal aufhören. Wir sind schon massig über die normale Zeit hinaus, gleich schon bei 55 Minuten. Mal gucken, ob ich das in 3 Videos oder doch lieber in 4 packe. Hoffentlich stürzt mein PC jetzt nicht in den letzten Minuten ab, denn wir gehen jetzt einfach nur noch zum Speicherpunkt und ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wir machen hier Pause und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.